Jo, moin, Lutz hier. Es ist 6:15, also 6:15, 6:17. Ich weiß nicht, wie die das sagen im Süden. Ich filme hier jetzt gerade mit meinem Handy, weil ich glaube, es ist für die GoPro doch noch ein bisschen dunkel. Ich werde heute von Bremen ins in Nochmal. Ich werde heute von Bremen nach Hagen im Bremischen fahren, und zwar genau nach Bramstedt. Dort werde ich mich mit Freunden treffen, und da werden wir dann ein bisschen was basteln im Revier. Jo, und dann werde ich wieder zurückfahren. Und wenn ihr denkt, ich fahre mit der Helga hier im Hintergrund, nee, nee. Ich fahre schon mit dem Bike. Ja gut, wenn ihr dabei seid, würde ich mich freuen, und los geht's. Jetzt filme ich mit der GoPro. Wer das letzte Video gesehen hat über die Ottersberg-Tour, da sind wir hier abgebogen. Ich fahre heute hier geradeaus weiter. Ich hoffe, das funktioniert so gut, wie ich mir das vorstelle mit dem externen Mikrofon. Das habe ich nämlich am Helm angebastelt. Mal gucken, ob man das so erkennen kann. Okay. Sieht vielleicht ein bisschen witzig aus, und ich hoffe, der Puschel hält. Aber ja. Es ist mittlerweile irgendwie so 6:30 oder 6:45 Uhr, mal sehen. Nee, kann ich natürlich wieder nicht erkennen. Aber ja, ich fahre hier auf dem Hodenberger Deich. Da hinten kann ich zum Beispiel einen Hasen sehen. Und ja, das Wetter ist angenehm. Es hat die Nacht wohl geregnet. Und ich glaube, die ersten 5 Kilometer habe ich jetzt geschafft. Da hört man auch den Fasanhahn. Ja, Natur pur. Hier qualmt aus dem Mist. Herrlich. So ein richtig schöner Morgen. Das wird heute sicherlich noch auflockern. Und wir schauen mal. Ja, mit der GoPro, da bin ich ja immer nicht sicher, ob man da alles sehen kann. Hier kommt auch schon der erste Jogger. Aber ich werde mich bemühen, und wo ich denke, das kann man nicht sehen, das werde ich noch mal erklären. Ja, hier war gerade wieder ein typischer Lutz. Ich war noch mal umgedreht, um zu gucken. Hier genau unten stand eine Ricke mit zwei Kitzen, haben mich noch ganz ungläubig angeguckt. Da stehen sie. Aber ich hatte das dann aufgenommen, aber naja, ich war mal wieder so zu langsam, zu falsch, oder ich habe keine Ahnung. Der Aussichtsturm am Hodenberger Deich. Und seit Jahren steht hier schon diese tote Eiche. Und manchmal sitzen da auch Krähen drauf. Dann sieht es schon etwas mystisch aus. So, jetzt ist der Deich gleich zu Ende. Und dann kommen wir nach Borgfeld. Jo, Borgfeld ist ein richtig schöner, ja, sag ich mal, alter Ortsteil von Bremen. Und ich habe irgendwie dummerweise nicht so die Verbindung nach Borgfeld. Ein Eichhörnchen. Also was ich heute Morgen schon alles an Tieren gesehen habe. Also wer sich hier nicht auskennt, der kann sich schon mal verfahren. Das ist nicht immer einfach hier, aber
Wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung Deich und hier kommt gleich ein wunderbares Stoppschild. Man sieht eigentlich gar keine Straße dazwischen, aber das ist mal richtig toll gemacht hier in Bremen. Da kreuzt ein Fahrradweg. Und für diesen Fahrradweg haben alle, die von hier kommen, Stopp. Und der geht rein, der Fahrradweg, auf jeden Fall bis zur Uni. So, letztes Haus. Entschuldigung, vorletztes Haus. Ja, und hier ist jetzt, fängt jetzt wieder der Deich an. Oh. Ja, immer mit Helm. Ich weiß nicht, das habe ich mir mal so angewöhnt. Und ist ja auch nichts Verkehrtes, ne? Hier schon Spektakel mit den Enten. Ich werde nachher noch mal gucken, dass ich mir irgendwo noch mal ein Brötchen hole. Ich habe nur eine Banane mit und einen Riegel. Und ja, mit meinem Plan von Komoot zu navigieren, das geht auch nicht auf. Da bin ich ein ganz schönes Stückchen von weg. Ich weiß nicht, was ich da gestern gemacht habe. Aber ich bin guter Hoffnung, dass ich da noch irgendwie raufkomme. Ich glaube, ich habe irgendwie an der Straße navigiert, was ich gar nicht verstehe. Das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Den Weg, den ich hier fahre, da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen versehen. Mein Rechner war gestern ein bisschen langsam, weil der parallel noch ein Video gerendert hat. Und vielleicht kommt es daher. Das ist aber ein sehr schmales Sonnenblumenfeld. Ja, jetzt bin ich mittlerweile auch wieder auf meiner geplanten Route. Ja, ich habe da wohl irgendwie aus Versehen die Straße erst gerechnet. Aber hier ist es eh egal, da ich so und so fahre, wie ich möchte. Und jo, da kann man auch sehen, wie wenig Wasser hier in der Wümme drin ist. Oh, das ist aber sehr traurig. Da ist ja kaum was drin. So, hier geht es zum Kuhgrabenweg und wir sind jetzt Oberblockland. Ah, schön, hier steht ein Camper. Cool. Aus den Niederlanden. Also ich fange das gleich nochmal ein. Es ist ja im Moment, auch wenn die Straßen, die Wege jetzt hier nass sind, es ist ja unheimlich wenig Wasser überall. Und wenn wir gleich an die Wümme rankommen, dann halte ich mal an und zeige mal, wie wenig Wasser in der Wümme drin ist. Ja, dieses Häuschen bewundern wir immer wieder, dass es so noch steht. Ich glaube, das steht schon so schief seit, boah, ja, kann ich schlecht. Aber bestimmt seit, ne? So, hier haben wir schon mal den ersten Blick auf die Wümme. Und man kann tatsächlich sehen, wie wenig Wasser da drin ist. Aber wir kommen gleich noch an eine Stelle, da wird man das nochmal zigmal besser sehen können. Der Fasanhahn. Ich habe schon zwei Hennen mit Küken gesehen, da war ich natürlich nicht schnell genug. Und ja, aber es scheint, Fasanen gibt es dieses Jahr wieder mehr. Auch schön, dieser Klinker. So, hier hat zum Glück der Eisladen noch nicht offen. Das ist Kemenas Hof. Huch, ich hoffe, das ist jetzt auch wirklich Kemenas Hof. Schmeckt sehr lecker hier, das Eis.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern Komoot das eingerechnet hat, aber wenn man da mal genau raufguckt, soll ich da quer über die Wümme fahren. Auch wenn wenig Wasser drin ist, aber so wenig. Ja, sehr, sehr wenig. Schon, naja, so richtig rüberkommen tut es hier an dieser Stelle nicht. Aber wenn man das sonst kennt, ist es schon sehr tief. Der nächste Fasan, der hat gar nicht mitgekriegt, dass ich da bin. So, gerade regnet es. Das stört mich aber nicht. Ich freue mich sogar, wenn es regnet, weil das ist sehr selten im Moment und wir können, glaube ich, jeden Tropfen gebrauchen, der hier runterfällt. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht nach 20 Kilometern und fahre jetzt einfach mal weiter. Ja, jetzt werde ich mich vom Blockland verabschieden und fahre jetzt hier über die Brücke und weiter nach Ritterhude. Die Sonne kommt schon wieder raus. So. Dumm. Ich muss jetzt hier rüber. Ich gleich hier links rein muss. Ja, Stade Ritterhude. Also Stade will ich nicht, aber Ritterhude ist jetzt so mein Ziel. Und ja, nun fahre ich aber auch genau nach Navi, weil den weiteren Weg, den wüsste ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Mal gucken, ob ich hier in Ritterhude gleich mal ein Brötchen kriege für eine weitere Pause. Ja, hier sind wir da jetzt wieder an der Wümme ein kleines Stück. Aber die werden wir, wenn wir über die Brücke kommen, auch gleich wieder verlassen. Ich finde, das ist eine sehr hässliche Brücke. Da hätte man auch mal was Schöneres machen können. Sorry, hier ist nicht, läuft quer die Hamme. Wo bin ich denn drauf? Das Rathaus in Ritterhude, gar nicht mal schlecht. Ja, und anscheinend auch die Kirche hier gleich dahinter. Morgens um 8 Uhr hat der Spielsalon schon offen, auch nicht schlecht. Wer es dann gar nicht mehr abwarten kann. Da kommt jetzt der legendäre Bahnübergang in Ritterhude, wo sich, glaube ich, jeder, der mal durch Ritterhude gefahren ist, schon mal den Arsch platt gestanden hat. Jo. Jetzt fahre ich aber hier mal links
auf den Fuß- und Radweg. Jo, das war Ritterhude. 4 Kilometer bis Osterholz-Scharmbeck, aber da fahren wir nicht. Wir biegen hier gleich schon wieder links ab, damit wir von der Hauptstraße runterkommen. Weil ich finde es immer ein bisschen unangenehm an der Hauptstraße. Weiß jemand warum? So, ich bin jetzt aus Scharmbeck-Stotel raus und durch den Ortsteil Stadt. Und bin jetzt hier, ja, Felder und Wiesen, also Auto war hier noch nicht. Ich bin dann nicht ganz auf dem Komoot-Weg, weil da ging rechts so ein Schotterweg rein, den ich sollte. Und ich glaube, das ist ein ganz kleiner Umweg, wenn ich den nächsten Weg reinfahre. Der zieht ein bisschen raus, aber das ist mir, glaube ich, lieber. Ja, ich habe jetzt noch irgendwie 15 Kilometer und bin hier eigentlich recht gut unterwegs. Aber ich habe heute irgendwie schwere Beine. Keine Ahnung. Aber es läuft. Na, schauen wir mal weiter. Der Weg sieht dann doch ein bisschen besser aus. Jo. Also ich habe ja schon einiges gesehen. Es fehlt jetzt noch ein Fuchs, den ich vielleicht mal sehen könnte. Eine Rotte Wildschweine. Oh, ja. Mann her damit. Ja, jetzt habe ich doch Schotterweg. Das ist nämlich die Verlängerung von dem Schotterweg, wo ich nicht reinfahren wollte. Und das ist immer noch Schotterweg, aber das lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Das Einzige ist, rechts und links stehen dann Brennnessel ein bisschen dichter. Das finde ich dann nicht so witzig. Genau wie das, was hier jetzt kommt. Das finde ich auch nicht so witzig. Also da fahre ich jetzt nicht mehr weiter. Da bin ich auf dem Acker. Okay. Gut. Dann fahre ich hier mal lang. Mal schauen, was das ergibt. Sieht auch nicht so prickelnd aus, aber na gut. Also da muss ich sagen, das hat mir Komoot nicht vorgeschlagen, sondern ich wollte nicht an der Hauptstraße fahren und habe mir dann immer so extra Punkte gesetzt, so zur Tour hinzufügen. Und hier kommen die Brennnesseln jetzt auch immer näher. Hab da eigentlich nichts gegen, wenn ich eine lange Hose an habe, aber ich habe nun mal eine kurze Hose an und das ist da nicht ganz so witzig. Gut, ich glaube, ich mache mal ein bisschen aus hier. Von da komme ich und da möchte ich hin und sehe also auch schon die Straße, aber nichts. Da stehen Pferde und ich bin hier im Nirgendwo.
Da hinten ging der Acker weiter. Da bin ich nicht hingekommen. Und hier brauche ich wahrscheinlich auch nicht fahren. Das sieht auch ein bisschen blöd aus. Na gut, dann muss ich wohl zurück. Da hinten ist doch die Straße. Hallo? Ich wusste schon, warum ich den Schotterweg eben nicht mochte und warum ich dann ein Stück weiter gefahren bin. Also jetzt fahre ich da lang. Von da bin ich gekommen. Den Weg wieder zurückgefahren. Hier war ich eben links reingefahren auf den Schotterweg. Und jetzt werde ich aber mal da weiterfahren. Und dann geht es sicherlich links in die Straße, die ich dann rein wollte. Ja. Ah ja. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer dazu. Und die Straße dahin ist aber stärker befahren, aber da wäre ich eh raufgekommen. Aber ich wollte das so lange wie möglich rauszögern, um hier noch so ein bisschen in Ruhe zu fahren. Die Sonne kämpft sich auch schon wieder durch, also das bisschen Regen, was darunter kam, das hat bestimmt nichts gebracht. So ein richtig schöner, schlanker Landregen, das wäre jetzt mal das Richtige für unsere Natur. Naja, was soll's. Hinten kommt schon wieder ein Auto. Jetzt bin ich in Hülseberg, ein kleiner Durchgangsort, und ich glaube, hier irgendwie wäre ich dann rausgekommen. Ja, das war noch ein Stückchen weiter vor, wie ich gerade auf meinem Navi sehe. Und ja, aber ein schöner Zaun hat mir den Weg versperrt. Aber jetzt sind wir ja wieder auf dem richtigen Weg. Ja, und hier ist jetzt der richtige Ort, Hülseberg. Also das andere war eben natürlich nur so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich könnte jetzt so eine kleine Bank gebrauchen, wo man mal schön sein Brötchen essen kann und noch mal einen Schluck trinken kann. Kaffee hatte ich mir extra nicht gekauft. Den kann ich auch noch später trinken. Aber bis jetzt nur eine Banane gegessen. Also kleine Bank, her zu mir. Ja, findet ihr das eigentlich schöner, wenn man in den Videos mehr redet? Oder findet ihr so diese stillen Videos, wo ich dann viel mehr Natur oder nur Natur zeige, besser? So, Wiesen ohne Erklärung oder mit Erklärung. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, wie ihr, ja, was ihr meint. Ist das angenehmer? Oder, ja, und vom Ton her hoffe ich, dass das alles so passt. Ich habe meinen Puschel jetzt hier am Pullover, und ja, schreibt das einfach mal rein. Ja, und wie ich hier so fahre mit dem Fahrrad, da steht der Kumpel da auf einmal. Den wird man sicherlich irgendwo vom Feld geholt haben, aber das ist ja schon mal ein Riesenteil, ne? Kann man das so erkennen, wie groß der ist? Oh, der ist bestimmt 2 Meter hoch. Kann man das sehen? Wartet mal. Ich mache mal eben neu. So kann man sicherlich sehen, wie groß das Teil ist. Und den irgendwo rauszuholen. Also, wie schwer mag der sein? Boah, sowas kann ich gar nicht schätzen. Was sagt ihr? Boah, da
Aber mehr als ein Findling, oder? Den hat ja keiner gefunden. Der wurde ja. Das ist ja Entdeckung. Ist ja fast so groß wie Amerika. Na gut. Vielleicht bleibe ich hier auch mal eben einfach stehen und mache Pause. Durch diese Wege, die ich gefahren bin, ich glaube, ich müsste mal meine Lampe ein bisschen fester machen. Aber alles gut. So, nachdem ich bei diesem Findling gesagt habe, ich esse jetzt erstmal mein Brötchen und habe kurz mit meiner Frau telefoniert, bin dann weitergefahren und nach 200 Metern kommt eine Kreuzung und an der Ecke stand eine nagelneue Bank mit Tisch, richtig gemütlich. Ja, erste Mal ärgern, fahr weiter, nach weiteren 200 Meter kam noch eine Bank. Okay, die sah nicht so schön aus, aber man hätte sich mal eben auf diese Bank setzen können und sein Brot essen können. Aber nein, es ist immer so. Ist das bei euch auch? Na gut, weiter geht's. Ja, eigentlich ganz schön hier durch den Wald zu fahren. Hier bin ich jetzt in Albstedt. Ich habe jetzt noch ziemlich genau 5 Kilometer zu fahren. Also man muss natürlich ganz ehrlich sagen, solche Wege fährt man eigentlich nur, wenn man sich selber nochmal in die Routenplanung einbringt und Strecken verschiebt. Also ich denke mal nicht, dass wenn ich jetzt normal navigiert hätte, dass ich über diese Schotterwege gefahren wäre. Na gut, aber es ist trotzdem interessant und es gibt nicht so viel Straßenverkehr. Also der Weg ist jetzt schon recht extrem, muss ich sagen. Also was ich mir da eingebrockt habe, ja, aber kann dann auch nichts dran ändern, ne? Das ist einfach so, da muss ich jetzt durch. Ich habe noch genau 2 Kilometer. Und ja, es ist kaum noch ein Weg zu sehen. Oh, hier ist jetzt gepflastert, auch schön. Aber das ist jetzt hier, ja, aber durch müssen wir. Geht ja nicht. Da ist er vielleicht noch zu sehen. Den Hasen haben wir auch erwischt. Ja, jetzt fehlen, wie gesagt, noch Fuchs und Wildschwein. Dann haben wir eigentlich so in dieser Region alles durch. Ich glaube, ich sollte mit 2 Händen fahren. So, die letzten Meter. Hier bin ich schon genau richtig. Dann verabschiede ich mich erstmal. Vielleicht
filme ich nochmal den Rückweg, den ich sicherlich über die Hauptstraße machen werde, ein Teil. Und ja, dann melde ich mich vielleicht nochmal. Bis später. Also für euch jetzt gleich danach. Ja, der Wind wird ein bisschen stärker. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Viel helfen konnte ich heute leider nicht. Aber eigentlich war ja auch der Weg das Ziel. Hier ist das gerade nicht so witzig. Jo, ich habe mir aber überlegt, dass ich mal hauptsächlich an der Hauptstraße fahre. Und ja, viel wird es da sicherlich nicht zu sehen geben. Ich komme noch in Hope vorbei, wo ich vorhin schon Motorräder gehört habe. Vielleicht gucke ich da noch mal. Und ansonsten melde ich mich, wenn ich wieder auf den Deich rauf fahre. Auf dieser Kanzel habe ich leider noch nicht gesessen. Also besonders angenehm ist es hier nicht zu fahren, aber naja, ich werde das jetzt mal ein Stück durchziehen, auf jeden Fall bis Heilshorn. Vielleicht trinke ich da mal einen Kaffee an der Tankstelle und dann schaue ich mal weiter. So, ich habe mein externes Mikrofon abgelegt. Ich hoffe, das klappt auch so. Bin jetzt von der B6 abgebogen links und war gerade in Berschenrege und fahre jetzt weiter nach Schambeck-Stotel. Und ich muss sagen, der Fahrradweg ist unter aller Meerschweinchen. Nee, Meerschweinchen reicht da nicht. Also Schläge, wer weiß nicht wie, eben hatte ich eine, naja, Abfahrt, ja, es ging jedenfalls runter, da kommt auf einmal ein Schlag ohne Gleichen. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, es fehlt nur noch ganz wenig, dann bin ich wieder auf meiner Hinwegstrecke. Ja, ich bin seit circa 10 Minuten wieder zurück, ich muss ehrlich gestehen, ich bin etwas platt. Habe 106 Kilometer erreicht. Das ist das erste Mal, bin ich auch ziemlich stolz drauf. Auf dem Rückweg habe ich nur nicht mehr gefilmt, weil es schon ziemlich viele Menschen unterwegs waren und außerdem ist das der gleiche Weg gewesen, den ich hingefahren bin. Und somit denke ich mal, habt ihr das auch alles gesehen. Dann bleibt mir nichts weiter über, als zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Interesse an solchen Sachen habt, abonniert doch einfach meinen Kanal, dann danke ich euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!